Recht herzlich willkommen zur 55. Folge von Towns. Spielstand wird geladen und dann sind wir wieder drinnen. So, wir haben noch zwei Helden. Die sind irgendwo auf der Strecke geblieben. Naja, aber okay, ist passiert. Trauern wir jetzt auch nicht nach. Gucken, dass wir hier fertig werden. Das haben wir ja schön geschafft, ne? Der Berg ist weg. Hier wird auch schön die Oberetage benutzt. Da kriecht jemand. Was hat die denn für ein Problem? Hoffentlich stirbt die uns da jetzt nicht weg. 31. Na, hat die Hunger oder was? Nee, geht schlafen, ist müde, wa? Ja, keine Ahnung. Ist ein Held wieder gekommen, alles klar. Ich würde ganz gerne hier noch ein paar Steine draufsetzen. Oder Holzbretter. Ist ja Holz. Dann wächst das auch. Hier könnten wir auch zumachen, ne? Das würde, haben wir ja auch schon angefangen, glaube ich, oder? Ja, dann bauen sie das auch schon wieder. Treppe da hinten nehmen sie. Der Weg dahin geht auch. Gut. Ah, da hinten hatte ich auch angefangen. Wusste ich gar nicht mehr. Gut. Hier fehlen noch ein paar Löcher. Sind aber machbar. Da lief gerade einer mit einem Stein rum. Naja, wunderbar. Kommt noch einer. Noch einer, hier gehen sie gar nicht hoch. Können sie nicht, oder? Müssen sie da noch ein Scarfold draufbauen, dass sie da hoch können, oder liegt es einfach daran, weil da hinten die Möglichkeit besteht, ne? Noch einer. Und der zweite. Dann ist das zu. Sollten aber gucken, dass wir noch mehr machen. So geht's. Mal hoffen, dass der hier als erstes gemacht wird. Wollen wir das nochmal priorisieren, indem wir das als letztes machen? Ah, wird schon schwer, ne? Der Stein liegt aber noch nicht auf der Erde. Okay. Ah, ich glaube jetzt kann auch der ruhig gebaut werden. Der klebt jetzt an dem da fest, wenn. Alles gut, also. Wie sieht's mit Essen aus? Ein Brot, zwei Äpfel, keine Birne. Gut, das heißt, wir sollten vielleicht noch ein paar pflücken. Passt. Steine gibt's hier oben auch jetzt. Kerzen stehen da noch rum. Jetzt laufen sie alle zum Pflücken. Okay, soll gehen. Machen wir wieder eine Reihe mehr hier hin. Da liegt ein Apfel im Fenster, auch interessant. Ja, hier machen wir auch nochmal das gleiche mit den Pflückern. Wunderbar. Hier ist alles leer. Jo. Das ist nicht schön, ne? Wie sieht es mit der Happiness aus? 43 von 74. Ist da was runtergefallen? Nein. Das heißt, das bauen wir auch ein Stück weiter aus. Hier müssen wir hin. Passt.
passt. Das ist zu. Geht's da weiter, aber wird gerade nicht gemacht. Die sind alle am Pflücken gewesen und dann haben sie vergessen, dass sie noch arbeiten müssen, ne? Nein, sie sind hier alle. Haben das noch gemacht, gut. Akzeptabel, ne? Das sind noch zwei Deko-Kisten, die könnte man auch irgendwo hinstellen. Dekoration innen. Ja, hier oben, oder? Sollte ich vielleicht mal die Shift-Taste drücken, dann geht das auch, ne? Ah, das war jetzt ein Bingo, ne? Den wieder weg. Ja, das war jetzt nicht so toll, ne? Unlock machen wir mal. Passiert schon mal. Drehen. Und stellen wir sie da ein, ne? Dann wird der Raum auch ein bisschen schöner. So. Kerzen fehlen hier noch. Und Bett natürlich auch. Und das Bett. Was haben wir da? Oh, schwierig. Gut. 46 Happiness. Eine Kerze stand hier schon mal mehr, die ist weggeräumt worden. Und die zweite ist auch schon da, also neu gebaut. Egal. Gut. Sieht's hier aus. Können wir nochmal Wände ziehen hier. Geht. Da ist auch eine Reihe gekommen. Der war falsch gesetzt. Ist gerade in dem Moment, wo ich ziehen wollte, rübergesprungen hier. Oh, super nochmal. So, jetzt aber in Ruhe. Der nach da. Und, Shift-Taste habe ich nicht gedrückt, aber ist jetzt auch egal. Passt. Und wenn wir schon dabei sind, ne, dann ziehen wir da auch jetzt eine Reihe lang. Gut. Jetzt bringen sie die Äpfel ins Depot. Richtig? Richtig. Na, okay, wenn das so wichtig ist, dann mach das mal. Hält vielleicht auch ein bisschen länger, ist ja auch nicht verkehrt. Da ist der vierte Held gekommen. Happiness ist nur 41. Apfel tragen macht nicht lustig. Ja. Da soll auch eine Reihe hin. Holztechnisch haben sie jetzt genug zu tun, ne? Gehen wir jetzt eine Runde zurück auf Stein. Und dann geht's hier weiter. Gut. Ja, vielleicht dann nochmal da auch. Gucken, wie es wird. Ja, das wächst hier immer weiter zu. Das geht auch relativ flott. Gehen wir nochmal auf Holz. Wieder eine Reihe mehr. Hier wird's gemacht. Und hier ist ja auch nicht verkehrt, ne?
Okay, das passt auch. Das müsste ja auch gehen. Ohne Probleme. Okay. Die stehen hier unten rum. Oder holen die da Äpfel raus und essen die? Kann auch sein. Ich bin jetzt in 46. Die Reihen, ja, werden gebaut. Wie sieht es beim Stein aus? Da fehlen nur 3 Reihen. Also mal schauen, ne? Gut, wieder ein Stück weiter. Was machen wir dann? Gute Frage. Die Kerze könnten wir mal woanders hinstellen und vielleicht noch eine nachbauen. Dann ist da auch Licht. Achso, bei denen kommen wir das ja. Da. Da. Dann stelle ich nur da einen hin. Weil ich glaube, es hat schon wieder geklappt. Ist da gar nichts passiert. Ich sehe nichts. Die Kerze da jetzt nicht gebaut, oder was? Wohl nicht. Ah, ganz klar, wir sind zu hoch gewesen, deswegen wieder mal. Till Sand. Ah, okay. Dann sieht man auch den Rahmen darunter. Es war wohl gesetzt. Und schon ist die Kerze da, oder wie sehe ich das? Okay. Nee. Ja, das mit der Kerze funktioniert da nicht, oder wie? Wir werden sehen. Hier sieht's schick aus. Nochmal die Steine rausgekramt. Und dann ist es ja auch schon fast zu, ne? Da können wir definitiv einen hinlegen, aber das müsste ja auch dahin gehen, weil da schon der erste Stein daneben ist, ne? Hochgehen können sie auch da. Das heißt, wir können eigentlich das komplett zu machen. Ja. Hoch geht's hier hinten ja sogar auch. Da über der Tür geht jetzt auch der Stein hin. Und das können wir auch bauen. Gut, wie sieht's Holzdach aus? Ja, wird auch weiter gebaut. Stoßen wir gerade noch ein bisschen an das Holzdach. Oh, das geht gar nicht so. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir da schon weiter sind, aber okay, was nicht ist, ist nicht. Und hier können wir dann auch schon eine Reihe machen. Wenn wir dann dabei sind, oder? Dürfte ja auch nicht runterfallen. Passt. So, die haben wieder zu tun. Und ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.